Ihm gelingt, was niemandem zuvor und niemandem danach gelang. Er schafft es, eine Streitmacht aus 40 Piratenschiffen zusammenzuziehen. Kein Schatz- oder Handelsschiff, das den Kurs dieser Flotte kreuzt, kann solcher Übermacht entkommen. Stellen Sie sich vor, Sie wären Pirat. Dann wären Sie bei Ihrem Überfall doch sehr darauf bedacht, dass Sie den Rumpf eines solchen Schiffes nicht zerstören, oder? Denn sonst würde ja das ganze schöne Gold mit Mann und Maus versinken, bevor Sie es rauben konnten. Also, lassen Sie sich mal was einfallen. Wichtig ist es doch vor allem, dass das Beuteschiff manövrierunfähig wird. Nun, die Piraten waren da sehr einfallsreich. Sie haben in ihre Kanonen das hier gestopft. Wenn Sie diese beiden Kugeln mit der Kette dazwischen abfeuern, dann wirkt das wie ein riesiger Propeller, der durch die Luft fliegt. Die Kette verfängt sich in Tauwerk, Schoten, Wanten und reißt alles nieder. Bleiben noch die Menschen, die sich wehren. Auch gegen die haben die Karibik-Piraten eine furchtbar bösartige Waffe erfunden. Eisenschrott. Splittermunition. Damit konnten die Opfer gleich dutzendweise so übel zugerichtet werden, dass der Kampf an Deck nachher nur noch reine Formsache war. Und für den Nahkampf entwickelten die Piraten diesen einfachen, aber wirksamen Pistolenschal. Man kann nach Bedarf schießen, hat aber danach beide Hände frei. Und das ist besonders wichtig. Denn wie heißt es in einem alten Piratensong? Falleri, fallera, die Hände sind zum Rauben da. Mit seinen Schiffen kontrolliert Morgan bald alle Küsten Mittelamerikas. In einem Überraschungscoup gelingt es ihm sogar, die reiche Hafenstadt Panama auszurauben. Morgan ist auf dem Gipfel seiner Macht. Aber um dort zu bleiben, muss die politische Großwetterlage stimmen. Solange England und Spanien erbitterte Feinde sind, stellt das englische Königshaus bereitwillig Kaperbriefe aus, um solche Scharmützel zu fördern. In diesem politischen Spiel nutzt Morgan alle Vorteile. Er war tatsächlich in der Lage, nicht nur seine wilden Bucanero-Haufen zu organisieren, ja sogar zu deren Admiral aufzusteigen, sondern die Admiralität, die Politik, sie lagen ihm zwar nicht zu Füßen, aber er konnte sie wunderbar bedienen. Doch die Verhältnisse können sich über Nacht ändern. Im Tower von London und nicht in der Karibik wird die Weltpolitik gemacht. Charles II., König von England, steht unter Zugzwang. Die spanische Krone fordert Genugtuung. Mit der wochenlangen Plünderung Panamas ist Morgan gefährlich weit gegangen. Vielleicht zu weit. Welche Karte soll Charles ausspielen? Sollen die Untaten Morgans ans Licht gebracht werden? Darf ein christlicher Herrscher mit mörderischen Piraten überhaupt gemeinsame Sache machen? Oder muss der Tod die gerechte Strafe für Freibeuter sein? Charles entschließt sich zu einem radikalen Schritt. Er ignoriert die Untaten Morgans und ernennt den Seeräuber kurzerhand zum Vizegouverneur von Jamaika. Über die Piratenhochburg Port Royal fällt die Nacht. Henry Morgan ist nun englischer Staatsbeamter und er benimmt sich auch so. Jetzt trägt er den Tod nicht mehr zu den Unschuldigen, die das Pech haben, das zu besitzen, was er haben möchte. Jetzt schickt er den Tod zu seinen alten Kameraden. Aus dem berüchtigten Anführer der Bukaniere wird über Nacht ein gefürchteter Piratenjäger mit Staatsauftrag. Sein Seeräuberleben legt er ab wie einen alten Anzug. Aber bis zuletzt muss er seine Angst vor der Strafe Gottes mit Jamaika rum betäuben. Da das Trinkwasser an Bord eigentlich immer verkeimte, haben die alten Seefahrer ihr Wasser gerne heiß gemacht und noch Rum zur Desinfektion dazugeschüttet. Von dieser Erfindung
profitieren wir noch heute und nennen dieses wunderbar wärmende Getränk Grog. Henry Morgan hat es allerdings umgebracht, denn als der seinen Lebensabend auf Jamaika zubrachte, hat er beim Grog immer das Wasser weggelassen und starb dann bald im Suff. Mit Captain Morgan stirbt auch seine Epoche. Und ein Plakat ist es, das 1717 der großen Piraten-Ära den Rest gibt. Englands König und Königin beschließen die Amnestie. Wer jetzt der Seeräuberei abschwört, darf freier Kolonist in Übersee werden. Wer nicht, der stirbt am Galgen. Englands Royal Navy räumt jetzt auf im Piratenland. Denn nach dem Sieg der Engländer über die spanische Armada müssen keine spanischen Schiffe mehr geentert werden. Freibeuter sind plötzlich unerwünscht. Lästige Störenfriede im florierenden Überseehandel. Also baute jetzt die englische Marine ab 1700 tatsächlich gewaltiges Potenzial auf und ihnen gelang es, innerhalb von 20, 30 Jahren die Karibik wie auch den Indischen Ozean halbwegs zu 90% piratenfrei zu machen. Das sind dann die sogenannten Outlaws, das sind die echten Piraten, die in ihrer Brutalität nur eins zusammengehalten hat, nämlich dieses Beuteziel, die keinen Weg mehr zurückfinden konnten und auch keinen Weg mehr zurück hatten. Das Meer ist das Element der Seeräuber, aber auch das Meer wendet sich nun gegen sie. Die Zeit gut ausgerüsteter, mächtiger Kaperschiffe ist vorbei, als einer der letzten großen Piratensegler, die legendäre Widder, in einen Orkan gerät, reagiert die betrunkene Mannschaft viel zu spät. An einer Klippe versinkt das Schiff mit 144 Mann und mitsamt seiner Ladung der Beute von gut 50 Handelsschiffen. Die Natur holt sich zurück, was Goldsucher einst aus der Erde gruben, Kaufleute erwarben und Piraten dann raubten. Aber ihre Geschichten sind damit noch nicht zu Ende erzählt. Heute sind es Taucher, die die Beute dem Meeresgrund wieder abjagen wollen. Tonnen von Gold und Silber, so schätzen Fachleute, warten auf ihre Entdeckung, verborgen im Treibsand der Meere. Und auch das Land hält immer noch viele Schätze verborgen, die vor mehr als 300 Jahren eilig vergraben wurden. Oft nur kurz bevor die, die das Versteck kannten, am Galgen endeten. Legenden ranken sich bis heute um solche Schatzkarten, wie sie etwa der Pirat Olivier Levasseur, den sie den Bussard nannten, noch unter den Augen des Henkers verfasste. Ein geheimes Alphabet der Tempelritter soll Levasseur angeblich benutzt haben. Bis heute konnte niemand sein Kryptogramm entziffern. Und niemand weiß, ob diese Zeichen wirklich den Weg zu einem riesigen Schatz weisen. Oder ob alles nur ein letzter Streich war, mit dem der alte Pirat die Nachwelt narren wollte. Ja, ja, du hast sie alle überlebt, die schrecklichen Piraten der Seeräuber-Ära. Und überlebt haben auch die vielen Mythen und Legenden, die sozusagen noch immer unter und über den Wassern schweben. Naja, so ganz sicher bin ich nicht, ob nicht vielleicht doch manch unerlöste Piratenseele die Weltmeere durchpflügt. Denn immer mal wieder werden sogenannte Geisterschiffe gesichtet, wie der berühmte fliegende Holländer, der seit Urzeiten verdammt ist, über die Weltmeere zu jagen, weil der böse Kapitän einst Gott verfluchte. Sie halten das alles für Seemannsgarn? Nun, Sie werden staunen. Noch Ende des 19. Jahrhunderts verzeichnet der englische Schiffsversicherer Lloyd offiziell über 1600 Begegnungen mit Schiffen, die ziellos über die Weltmeere treiben, ohne Mannschaft. Vielleicht waren die Seeleute zuvor an Seuchen oder Skorbut zugrunde gegangen, oder die Männer hatten sich gegenseitig massakriert. Oder es waren wirklich echte Geisterschiffe mit ruhelosen Piratenseelen. Das weite Meer ist jedenfalls immer noch voller Geheimnisse.
Und wenn Sie mal wieder eine Schiffsreise unternehmen, dann halten Sie gut Ausschau. Es ging mir nur um die Leute, die mein Leben zerstört haben. Ich kann einfach nicht mehr. Jeder hat seine Geheimnisse. Es kommt nicht immer so, wie man dachte. Nein. Krimis aus Skandinavien. Jetzt habe ich der Strafe einen Sinn gegeben. Immer Freitagabend nach dem Spielfilm. ZDF Neo. Auf der Jagd nach Profit stoßen sie vor in eisige Weiten. Die Kapitäne der deutschen Hanse. 300 Jahre bevor die Portugiesen und Spanier die Welt entdecken, legen sie im Norden Tausende von Seemeilen zurück. Die wertvolle Fracht der Koggen, der Handelsschiffe des Mittelalters, kommt nicht immer ans Ziel. Die Fahrten sind ein riskantes Abenteuer. Klippen, Stürme und Piraten versetzen die Mannschaften in Schrecken. Der sagenhafte Reichtum der Hanse, des um 1200 gegründeten Bundes von Fernhandelskaufleuten, ist teuer erkauft. Viele ihrer Koggen versanken für immer im Meer und nahmen ihr Geheimnis mit in die Tiefe. Schatztruhe Ostsee. Hier ruhen an die 20.000 Wracks. Vom Einbaum bis zum Weltkriegskreuzer. Und die vergessenen Zeugnisse der Macht der deutschen Hanse. Wie in einer Zeitkapsel sind ihre Spuren konserviert, die nun Unterwasserarchäologen behutsam freilegen. Dabei entdecken sie weit mehr als Kannen, Münzen und Kanonen. Sie öffnen ein wichtiges Kapitel europäischer Geschichte. Ging der Vorstoß der Hanse weiter? Viel weiter, als wir bislang ahnten? Ein Forschungsschiff sucht in der Ostsee Auffälligkeiten am Meeresgrund. Thomas Förster ist Unterwasserarchäologe und spezialisiert auf das Orten von historischen Wracks. Modernste Sonartechnik hilft ihm dabei. Eine Anomalie am Meeresgrund. Mit Bojen wird die verdächtige Stelle markiert. Förster und seine Taucher müssen sich warm anziehen. Es wird sehr kalt werden. Doch im Winter ist die Sicht eben am besten. Dann gibt es weniger Algen. Wissenschaft mit Taucherbrille. Wasser hat eben doch Balken. Rettungsschwimmer waren 1977 vor der Halbinsel Dars auf Wrackteile gestoßen. Doch zu Zeiten der DDR war eine Erkundung so nah an der Grenze undenkbar. Das hat sich heute geändert. Mit Hightech gehen die Taucher des Landesamtes für Denkmalpflege von Mecklenburg-Vorpommern an die Enträtselung des Gewirrs aus Spanten, Planken und Steven. Förster setzt am Computer die Befunde wie Puzzleteile zusammen, will so die Konstruktion des Schiffs klären,
fehlende Teile logisch ergänzen. Seine Erfahrung zahlt sich aus. Er hat den Schiffstyp identifiziert. Eine Kogge. Das Containerschiff des Mittelalters. Und so sah sie aus. 21 Meter lang, 7 Meter breit. Aus an der Weichsel um 1300 geschlagener Eiche. Da sie seitlich im Schlick lag, ist sie an Steuerbord gut erhalten. Ebenso ihre Ladung. Die Rekonstruktion ihrer letzten Fahrt enthüllt einen äußerst lukrativen, aber nicht immer ganz gesetzestreuen Kommerz. Das Kaufmannsbündnis zahlte sich aus. Das europaweite Netzwerk erlaubte ungehinderten Fernhandel über Grenzen hinweg. Ein revolutionäres Erfolgsmodell, das nicht Staats-, sondern Handelsinteressen in den Vordergrund stellte. 200 Städte gehörten schließlich zum Hansebund. Sie einte ein Ziel, Gewinnmaximierung. Betriebsunfälle wie der Untergang der Kogge vor der Halbinsel Dars wurden buchhalterisch abgeschrieben. Am Schweriner See, Schloss Willigrad. In den Laboren des Landesdenkmalamtes werden die Funde untersucht. Ein dreibeiniger Topf mit der Stadtmarke Lübecks, aber auch ganz einfache Holzspieße. Seltsam, davon haben die Taucher im Wrack Unmengen gefunden. Wozu sie dienten, wird klar, als weitere Funde genauer unter die Lupe genommen werden. Fischwirbel, tausende Kabeljauknochen, aber keine Köpfe. Des Rätsels Lösung, die Kogge hatte Stockfisch transportiert. Auf den Stöckchen war der Fisch aufgespießt. Wirbel und Holz haben sich erhalten. Über die Fische selbst werden sich die Kollegen im Meer gefreut haben. Ein erstes Indiz für die Route der Kogge. Stockfisch kam aus dem Norden und versprach hohen Profit. Grund genug für das schwere Frachtschiff, sich über die raue, offene Nordsee vorzukämpfen. Tonnen Fracht konnte die Darßer Unglückskogge aufnehmen und direkt beim Produzenten war der Einkaufspreis am günstigsten. Die Shetlandinseln, bekannt für Torf und Schafe. Und natürlich für die robusten Shetland-Ponys. Heute gehören die damals norwegischen Inseln zu Schottland. An ihren zerklüfteten Küsten liegen reiche Fischgründe. Doch vom Kerngebiet der Hanse im Ostseeraum liegen die Shetlands fast 1000 Seemeilen entfernt, weit im Norden, im stürmischen Atlantik. Kamen die dickbäuchigen Einmaster wirklich so weit? War die Gewinnsucht größer als die Angst? Natascha Mehler meint ja. Die junge Archäologin hat sich auf die Erforschung der Hanse im Norden spezialisiert. Dabei hindert auch keine Schwangerschaft. Mein Baby kann sich so schon an die Feldarbeit gewöhnen, scherzt sie mit Kollegen aus Norwegen und Nordirland. Zusammen mit Endre Elvestad und Mark Gardiner sucht sie nach Handelsplätzen der mittelalterlichen Seefahrer. Eine geschützte Bucht ist die wichtigste Voraussetzung, so wie diese. Hier könnte auch eine schwere Kogge sicher geankert haben, wenn sie die Passage vor 600 bis 700 Jahren überhaupt geschafft hätte. Die Wissenschaftler suchen nach Beweisen. Das war mit Sicherheit eine ganz abenteuerliche Überfahrt hierher. Das waren relativ kleine Handelsschiffe. Die Reise hat 2 Wochen gedauert, großteils übers offene Meer. Bei Sturm, bei Sonne, bei Wind und Wetter. Und wenn man dann hier in diese Bucht reinkommt, das ist eine sehr gute, geschützte Bucht, ein sehr guter, natürlicher Hafen, waren die mit Sicherheit froh, dass sie hier endlich dann auch angekommen sind. Natascha Mehler sammelte in alten Schriftquellen Belege, dass Hanse-Kaufleute die Shetlands anliefen. Sie hat sich die alten Ortsnamen notiert, die sind aber auf keiner modernen Karte mehr verzeichnet.
Die Bäuerin Ruby Brown blickt auf 5 Generationen Familiengeschichte an der Bucht von Gunnistervoe zurück. Die Forscher haben Glück. Ruby kennt die alten Ortsnamen und dort gibt es sogar Ruinen, verrät sie. Früher morgen ist Endre Elvestad aufgebrochen, um die Ruinen zu untersuchen. Etwas oberhalb der Bucht. Ein guter Platz. Doch das Gebäude ist ziemlich groß für ein Lagerhaus. Und der Becher ist nicht aus dem Mittelalter. Endre ist enttäuscht. Dies sind die Reste eines Bauernhauses. Doch dann ein Ziegelstein. Den gibt's auf der ganzen Insel nicht. Er muss als Ballast mit einem Schiff hierher gekommen sein. Auch die Darßer Kogge hatte Backsteine zur Stabilisierung an Bord. Am Strand große Steinbrocken. Die liegen nicht zufällig so, sind sich Natascha und Mark sicher. Sie vermessen die auffällig dunklen Blöcke. Daraus ergibt sich ein klares Bild. Die Steine liegen hufeisenförmig. Eine Anlegestelle. Ein kleiner Hafen. Verbrannte Getreidereste. Winzig. Aber die Archäologen werden ihr Alter ermitteln. Unweit des Hafens sind sie auf Fundamente gestoßen. Gleich nach der Einfahrt in die geschützte Bucht. Ein idealer Platz. Doch auf dem bloßen Fels haben sich kaum Funde erhalten. Aus dem Grundriss rekonstruieren die Forscher ein einfaches Lagerhaus aus Bruchsteinen mit einem Anleger. Die Getreidedatierung ergibt die Zeit der deutschen Hanse. So könnte es damals in Gunnistervoe ausgesehen haben. Gewohnt hat der Kaufmann auf seiner Kogge. An- und Verkauf erledigte er in dem Lagerhaus. Drei Monate im Sommer blieb er hier auf dem vorgeschobenen Außenposten. Wartete auf die Fischerboote, bis der Frachtraum gefüllt war. Er wiederum lieferte Getreide, Bier oder Holz und Teer in das karge Weideland. Transportierte von hier den getrockneten Stockfisch zurück. Beide Male mit Gewinn. Alle profitierten. Die Shetlander erhielten Waren, die sie sonst nicht bekommen hätten, und die Deutschen bekamen günstig Fisch, den sie mit Profit in Deutschland verkauften. Für alle ein gutes Geschäft. Der Norweger Endre macht seine Tauchausrüstung klar. Nach den spärlichen Funden an Land hofft er, dass das ein oder andere Handelsgut beim Verladen über Bord gefallen ist. Dann könnte er genauer sagen, aus welchen Waren neben Stockfisch das gute Geschäft bestand. Das 8 Grad kalte Wasser ist kristallklar. Ideale Sichtbedingungen. Doch außer einer fantastischen Unterwasserpflanzenwelt wird Endre nicht fündig. Die Schatztruhe ist geplündert. Oder ging hier nie etwas verloren? Frieren für nichts. Auch das ist Archäologenalltag. Neuer Versuch auf der Shetlandinsel Anst, die Ruinen einer Kirche. Das Christentum kam lange vor den Hansekaufleuten schon im 10. Jahrhundert hierher. Der norwegische König nahm damals die verstreuten Inseln unter seine Herrschaft, verraten alte Chroniken. In ihnen fand Natascha Mehler auch, dass Bremer Kaufleute auf Anst gelebt hatten. Und zwar nicht nur temporär, so wie die Händler an den Buchten, sondern dauerhaft. Sie sucht ihre Grabsteine und findet eine unleserliche Inschrift. Für die junge Archäologin kein Grund aufzugeben, man muss sich nur zu helfen wissen. Der alte Trick funktioniert. Es. Erste Buchstaben werden erkennbar und bald die gesamte Inschrift. Hier liegt der Bremer Kaufmann und Kapitän Segebart Detgen begraben. Er starb am 20. August anno 1573. Er hatte 52 Jahre Handel auf den Shetlands betrieben. Einigen sturmerprobten Norddeutschen muss es hier wohl gefallen haben.
Der Stockfisch hatte ihm Wohlstand gebracht, ohne Gewalt und Sklaverei. Die Hanse verfolgte ein anderes Konzept als die Konquistadoren der Südhalbkugel. Solide Geschäfte mit festen Handelspartnern. Hunderte Seemeilen von seiner Liebsten entfernt, hat ein deutscher Kaufmann diese Maxime über der Schlafkoje verewigt. Aufrichtig zu jeder Zeit, nimm auch in Acht die Wachsamkeit. Natascha und André haben genügend Überreste entdeckt, dass die deutsche Hanse bis auf die Shetlands vorgestoßen ist. Hier, in dieser Bucht, könnte auch die Darsa Kogge geankert haben. Die Menge an Stockfisch unter Deck ist ein Indiz für die Shetland-These. Ein weiteres kommt hinzu. Ein Fund im Wrack der Darsa Kogge verstärkt den Verdacht. Brennholzvorräte. Sie wurden gebraucht, wenn man in baumlosen Gegenden wie eben den Shetlands längere Zeit vor Anker lag. Der dreibeinige Kochtopf aus Lübeck nützte nichts ohne Feuer. Die Stockfischladung sollte nach der langen Reise wohl in einem deutschen Hafen gelöscht werden. Nur in welchem? Tor nach Norden und Haupt der Hanse war Lübeck. Das lübsche Recht galt in allen Hansestädten, von Nowgorod bis Brügge. Der Stadtkern aus der Hansezeit ist heute Welterbe der UNESCO. Das Holstentor schützte die Königin der Hanse, die neben Köln und Magdeburg zu den größten Städten des Reichs zählte, erklärt uns Rolf Hammel-Kiesow, Leiter der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse. Hier in der Lübecker Schiffergesellschaft speisten auch die Bergenfahrer am eigenen Tisch, im Wappen den Stockfisch. Ein Goldschatz aus der Hansezeit. Und das war nur die Wechselkasse. Die unterschiedlichen Währungen verraten, dass es sich um die Münzen eines weitgereisten Händlers handelt. Die deutsche Hanse agierte europaweit, aber sie war auch gefährdet. Schriftquellen im Lübecker Stadtarchiv berichten von Piratenüberfällen auf die Kaufleute. Ihr Reichtum machte begehrlich. Vor allem im Norden betrieben Klaus Störtebecker und Konsorten ihr blutiges Handwerk. In Listen hielten die Händler penibel ihre kommerziellen Verluste fest. Alles, was Wert hatte, wurde aufgeschrieben. Über die Gefährdung von Menschen ist dagegen wenig überliefert. Das Labyrinth der norwegischen Fjorde war ein ideales Revier für Seeräuber. Natascha Mehler ist historische Archäologin. Das heißt, sie kombiniert Landschaftsbeobachtung mit Archäologie und dem Studium alter Schriften. Gegen die Piraten galt es, die wertvolle Ladung mit aller Kraft zu verteidigen. Die Koggen waren zwar keine Kriegsschiffe, doch sie waren bewaffnet. In besonders gefährlichen Zeiten heuerten die Händler sogar Söldner an. Doch die Hanse versuchte, Kämpfe zu vermeiden. Sie waren schlichtweg zu teuer. Und in den tief eingeschnittenen, zerklüfteten Fjorden schwer zu gewinnen. Die norwegischen Sagas berichten von blutigen Seeschlachten innerhalb der Fjorde um Krone und Profit. Mord und Totschlag muss es am Königshof in Bergen gegeben haben. Die Hansefahrer interessierten sich nur für ihre Geschäfte. Denn Norwegen bot ihnen geografische Vorteile. Ihre schwer zu manövrierenden Koggen konnten weite Strecken an der Küste entlang segeln. Ihr Ziel war das deutsche Hansekontor in der alten Krönungsstadt Bergen. Das Segelschulschiff der norwegischen Marine begrüßt Natascha Mehler und Friedrich Lüth vom Deutschen Archäologischen Institut, den Leiter ihres Projekts. Gemeinsam wollen sie die unbekannten Grenzen des Hanse-Imperiums ausloten. Doch erst einmal genießen sie einen seltenen Anblick. Ein deutsches und ein russisches U-Boot Seite an Seite.
Es ist Hafenfest in Bergen. Mittelpunkt ist Tyske Brüggen, der deutsche Kai, einst eines der vier großen Hansekontore neben Novgorod, Brügge und London. Exterritoriale Niederlassungen mit eigenem lübschen Recht. Die Bergenfahrt war lukrativ. Die Gewinnspanne höchst erfreulich. Dabei wurden neueste Buchungsmethoden und bargeldloser Zahlungsverkehr aus Italien übernommen. Globalisiertes Wirtschaften im Zeichen des Stockfischs. Und das brachten die Deutschen mit. Stoffe, Tuche, Getreide und was man Feines daraus machen konnte. Schnaps. Billig in der Herstellung, aber heiß begehrt im kühlen Norden. Die Darßer Kogge hatte sicher auch Hochprozentiges geladen, wenn sie Bergen anlief. Auf der Suche nach den Überresten der Hanse im Norden hat Natascha Mehler quasi Heimvorteil. Sie hat 2 Jahre in Bergen Archäologie studiert und hier in der Altstadt gegraben. Nach einem verheerenden Brand 1955 wurde Tyske Brüggen original wieder aufgebaut. Die deutsche Handelskolonie war ein streng abgeschlossener Bezirk, in dem um die 2000 Männer lebten, ausschließlich Junggesellen. So die Vorschrift. Da glaubt man in der Zahnradbahn hinauf zum Hausberg gern den Erzählungen der Archäologin, wie erfreut die Deutschen waren, wenn im Frühjahr ganze Schiffsladungen mit Mädchen aus Bremen oder Hamburg ankamen. Und sie unten im geschützten Hafen festmachten. Sie können sicher einiges dazu sagen, was hier im deutschen Brüggen passierte. Da lebten ja nur Männer. Also man muss sich das so vorstellen, sehr viele Kaufleute mit ihren Gesellen, mit ihren Gehilfen, mit ihren Lehrlingen. Das ist eine reine Männergesellschaft. Aber wir können auch davon ausgehen, dass die sich nicht so sehr gelangweilt haben, sondern auch für Vergnügen gesorgt wurde. Das heißt, wir hatten gleich neben den Brüggengebäude hatten wir gleich ein Rotlichtviertel, oder wie stellen wir uns das vor? Das darf man schon so nennen. Prostitution ist nachgewiesen und wurde hier auch praktiziert. Oft gab es Streit mit den norwegischen Konkurrenten, die gleich gegenüber der deutschen Brügge saßen. Großer Konkurrenzkampf zwischen hansischen Kaufleuten, Norwegern wegen Stockfisch. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Warum ist Stockfisch so wertvoll? Also Stockfisch war im Spätmittelalter für Nordeuropa das eines der wichtigsten Handelsgüter. Man muss sich das vorstellen, es gab in der Kirche mehr als 100 Fastentage im Jahr. Und da war Fisch als Fastenspeise natürlich heiß begehrt. Und insofern gab es einen sehr, sehr hohen Bedarf an Stockfisch in ganz Europa. Dadurch, dass der Fisch getrocknet ist, ist er ja konserviert, auch sehr gut transportierbar und unbegrenzt haltbar. An 140 Tagen im Jahr galt das christliche Fastengebot. Kein Wunder, dass man mit Stockfischhandel reich werden konnte. Wie reich? Das wird Natascha Mehler und Friedrich Lüth bei den Bildern über eine der größten Mittelaltergrabungen Europas klar. Eine spektakuläre Notgrabung nach dem großen Brand. Es wurden hunderttausende Funde geborgen. Erst 10% davon sind wissenschaftlich ausgewertet. Im Depot des Brüggensmuseums fahnden die beiden Hanseforscher nach unbekannten Stücken, suchen Vergleiche zu der Ladung der Darßer Kogge. Sie entdecken schnell seltsame längliche Steine, die ihnen bekannt vorkommen. Im Mittelalter eine begehrte Ware aus Norwegen. Schleifsteine aus Eidsborg, um die Messer zu wetzen. Im Labor von Willy Grant haben die Retter der versunkenen Ladung das gleiche Gestein unter der Lupe. Die Zusammensetzung zeigt Eidsborger Glimmerschiefer, das über Bergen verhandelt wurde. Die Darßer Kogge hatte also auch dort Ladung aufgenommen. Ihre Route wird immer klarer. Zurück ins Bergener Depot. Ein Dreibein-Kochtopf aus dem Mittelalter, gefunden im Boden der deutschen Brügge. Ein wertvolles Stück. Ein gleicher Topf fand sich auch in der versunkenen Kogge. Nun wird er in Willigrad behutsam restauriert.
Das glänzende Blau ist die Korrosionsschicht der Bronze. Das Dreibein ist ein weiterer Beweis für die Globalisierung durch die Hanse, aufgespürt auf dem Boden der Ostsee. Das bringt uns zurück an Norwegens Fjordküste. Denn zur Zeit des Darsakokkenbaus gab es hier irgendwo ein noch früheres, geheimnisumwittertes Zentrum der deutschen Hanse. Das bisher nur aus vergilbten Schriften bekannte Notau. Doch wo liegt es? Auf alten Karten ist Notau zwar verzeichnet, seine exakte Lokalisierung ist bisher jedoch nicht gelungen. Ein versunkener Ort, Legenden umrankt. Immer wieder sollen Piraten hier ihr Unwesen getrieben haben, die es auf die Schätze der Kaufleute abgesehen hatten. Bis die Station von Notau schließlich in das sichere Bergen verlegt wurde. Eine Bucht auf der Insel Karmøy, 120 Kilometer südlich von Bergen, ist aufgrund der alten Karte ins Visier der Forscher geraten. Natascha Mehler versucht mit einem Guckkasten den Durchblick zu bekommen. Knochen. Kollege Endre fährt sie ein Stück weiter. Seltsame Steinhaufen. Für die beiden wird schnell klar, es handelt sich um Abfall von Schiffen. Doch was gibt der Meeresboden noch preis in Sachen Notau? Die Taucher wollen weitere Beweise sammeln. Der Meeresboden ist übersät mit Scherben, Knochen, Fundstücken aller Art. Der Hausmüll der versunkenen Siedlung oder Hinweise, was so alles beim Be- und Entladen der Schiffe über Bord ging? Beides ist möglich. Doch das Wichtigste, es handelt sich um Waren aus dem Lieferprogramm der Hanse-Fahrer. Siegburger Ware, ein Handelsschlager aus dem Rheinland. Der Siegelstempel eines Kaufmanns und sein Kamm aus Knochen. Noch mehr Krüge aus Siegburg. Es wird immer klarer, mittelalterliche Kocken haben hier angelegt. Liegt hier tatsächlich das verschollene Notau? Dazu wird Hightech auf die Inselwelt vor Avaldsnes, dem Fundort, transportiert. Was aussieht wie ein kleiner Ölbohrturm, ist ein mobiler Laserscanner, mit dem in kurzer Zeit Oberflächenstrukturen erfasst werden können. Dadurch sind Baustrukturen sichtbar, die mit dem bloßen Auge oft kaum zu erkennen sind. Die Geophysiker leisten mit ihrem Laserscanner ganze Arbeit. In zwei Tagen haben sie 140.000 Quadratmeter millimetergenau vermessen. Natascha Mehler sieht erste Grundrisse von Häusern und die sind mehr als spannend. Okay, das ist der Wind. Das kann ich auch. Bald ist die gesamte Bucht erfasst. Okay. Die Auswertung der Strukturen zeigt eindeutig Hanse-Grundrisse. Zusammen mit den typischen Funden ist jetzt sicher, der Hafen des verschollenen Notau. So hat er wohl ausgesehen. Im Computer ersteht der alte Hanse-Stützpunkt wieder auf. Anlegestellen, Lager- und Handelshäuser, Wohngebäude und seine Kirche. Lief die Darsakokke noch Notau an oder schon das Kontor in Bergen? Da müssen die Archäologen passen. Denn das Handelsgut war dasselbe. Nur in Bergen war man vor Piraten sicherer, lag die deutsche Brücke doch neben dem figurengeschmückten Hof des norwegischen Königs. Der hatte die Hanse mit Privilegien ausgestattet, aber sie wurde ihm zu mächtig. 1284 verbot er jeglichen ausländischen Handel nördlich von Bergen. Den wollte er selbst betreiben. Doch das Königsmonopol für den Nordmeerhandel muss umschifft worden sein. Denn das Verbot wurde öfters scharf wiederholt. Mehler will archäologische Belege finden, dass die Hansefahrer viel weiter ins Nordmeer segelten, als man bisher vermutete. Und sie behält recht. Überraschung in Willigrad. Im Wrack der Darsakokke wurde ein Eichenfass geborgen.
Nach der gründlichen Säuberung im Labor ist sogar noch die Besitzmarke des Händlers auf dem Deckel zu erkennen. Neben dem Fass lag ein Rentiergeweih. Daraus machte man im Mittelalter Kämme, Spielsteine und Schmuckperlen. Doch die eigentliche Sensation ist der Fassinhalt. Gelber Schwefel. Er war hochbegehrt und wurde zum Ausschwefeln von Fässern, als Arznei und für das aufkommende Schießpulver benötigt. Und der Clou? Schwefel kam im Mittelalter nur auf dem damals norwegischen Island vor. Durchbrachen die Kocken also die Handelssperre des Königs? Die Fahndung geht auf der Insel aus Feuer und Eis weiter. Ist die deutsche Hanse tatsächlich bereits im 14. Jahrhundert bis zum Land der Geysire vorgestoßen? Ans Ende der damals bekannten Welt? Mittlerweile im 8. Monat schwanger, wagt sich die deutsche Archäologin zum Schwefelfeld von Krüssuvik. Noch heute soll man hier die gelben Kristalle finden. Bevor Natascha sich an die Untersuchung macht, nützt sie die heißen Quellen, um zwei Eier zu kochen. Für sich und fürs Baby. Danach sammelt sie Proben des Schwefels von Krüssuvik. Im Labor wird sich später zeigen, dass die Zusammensetzung des Schwefels aus Island und aus dem Fässchen der Dasa-Kogge chemisch absolut identisch ist. Nach 10 Minuten sind die Eier hart gekocht. Stärkung auch für ihren Sohn, der den schönen isländischen Namen Sölvi bekommen soll. Sölvi bedeutet Sonne und Stärke. Und die wird Natascha Mehler brauchen. Denn noch hat sie keine archäologischen Beweise für die Anwesenheit von Hanse-Kaufleuten auf Island. Der Schwefel könnte ja auch in Bergen von den Norwegern zwischengehandelt und erst dort auf die Darsa-Kogge umgeladen worden sein. Eine Suchgrabung soll den Beweis bringen. An einem ganz besonderen, mythischen Ort. Unterhalb des Snæfellsnes-Gletschers, den Jules Verne in seinem Roman Die Reise zum Mittelpunkt der Erde als Einstieg in die Unterwelt wählte. Grabung an einer Sanddüne. Extrem schwierig, weil das lockere Material immer wieder nachrutscht. Trotzdem wird sie fündig. Fischknochen vom Kabeljau, wie auf der Darsa-Kogge, ohne Kopf. Hier wurde also auch Stockfisch produziert. Dann ein Schleifstein, wie er ebenfalls im Wrack lag. Für Natascha ist klar, es ist ein Dreieckshandel, mindestens ein Dreieckshandel, wenn nicht sogar ein multilateraler Handel. Im Prinzip ein Welthandel oder ein Ort-Europa-Handel, der sich im Mittelalter, im Spätmittelalter schon andeutet und eigentlich so seine Kreise dann zieht. Doch all das belegt noch nicht die Anwesenheit der deutschen Hanse. Die Beweise müssen handfester werden. Nur wo soll man in dieser Weite suchen? Ein einsamer Strand im wilden Westen Islands. Hoch auf einer Klippe, an einer sicheren Bucht gelegen. Künstliche Steinfundamente lenkten den Verdacht der Archäologen auf diese exponierte Stelle. Geophysik soll die Mauern des untergegangenen Gebäudes aufspüren. Der Chef legt selbst Hand an. Erste Funde. Die Scherben sind deutsch. Doch waren die Deutschen selber hier? Stück für Stück werden die Reste eines Gebäudes freigelegt. Dann die bittere Ernüchterung. Der Grundriss ist typisch isländisch. Die Nacht zum 21. Juni.
Es wird auch um Mitternacht nicht dunkel. Zur traditionellen Sonnenwendfeier kommen die Bewohner aus allen umliegenden Höfen herbei. Eine willkommene Ablenkung für die enttäuschte Archäologin, die immer noch glaubt, Spuren des Hanse-Imperiums im fernen Island zu finden. Das widerspricht der Meinung von Seefahrtsexperten, die argumentieren, die Hanse-Koggen seien nautisch überhaupt nicht in der Lage gewesen, so weit über das offene Nordmeer zu segeln. Doch sie findet einen Mitstreiter im Geheimarchiv der Hauptstadt. Ein Panzerschrank in Reykjavik. Ungeduldig wartet sie, was der Chefarchivar ihr präsentieren wird. Die Handschrift eines Zeitzeugen. Die Hauksbok. Darin hat ein Hauker Erlendsson um 1300 die Seefahrten verzeichnet. Er beschreibt, wie man von Bergen nach Grönland segeln kann, ohne Karten und ohne Kompass. Mit Hilfe von Lot und dem Erkennen der Meeresböden. Spannend dabei, der erste sichere Nachweis eines Bleilots gelang im Wrack der Darsa Kogge. An der Unterseite des Lots war Fett eingefüllt. Daran blieben Partikel vom Grund hängen, der so identifiziert werden konnte. Genau wie hier beschrieben. Und dann endlich, sie entdecken eine Stelle, die Island erwähnt. Die Islandfahrt per Kogge war also möglich. Das gibt der historischen Archäologin, die ihr Quellenstudium immer mit Grabungen verknüpft, neuen Mut, die Suche im Land der Vulkane fortzusetzen. Glücklicherweise sind die erloschen, wie schon historische Karten beim Hekla beschreiben. Dieser Berg brennt nicht mehr. Finden sich in den alten Blättern Hinweise auf die Hanse? Mit dem Kartensammler und isländischen Konsul Oswald Dreyer-Heimke verfolgt Lüth diese Spur. Hier haben wir einen Hinweis auf Schwefel. Und hier sind die Stockfische. Ach, die Stockfische, ja. Schwefel und Stockfische, darauf hatte es die Hanse abgesehen. Doch wir hoffen auf Ortsnamen mit Hinweisen auf deutsche Kaufleute. Hier ist Kumbrumvik. Und gibt es das noch auf anderen Karten? Ja. Lässt sich der Name übersetzen? Hier zum Beispiel Kovik. Vik ist eine Bucht. Also wie Reykjavik auch, ja. Die Bucht. Und Krumbum? Kommt von Kumbara und das sind die Handelsschiffe. Treffer. Krumbik. Die Bucht der Handelsschiffe. Jetzt müssen sie Krumvik, wie Kumbrumvik auch geschrieben wird, Krumbik. Nur noch finden. Die alten Karten geben die Richtung vor. Zur Halbinsel Snæfellsnes. Nach Abgleich der Koordinaten von historischen und aktuellen Landkarten kommen nur wenige Buchten in Frage. In der Gegend lebt einer der berühmtesten Isländer, der Haifischbauer Hildibrandur. Er trocknet Haifischfleisch, eine berühmt-berüchtigte Delikatesse. Ein bestialischer Gestank empfängt die deutschen Archäologen. Und natürlich müssen sie den Haifisch kosten. Natascha lehnt mit Hinweis auf ihr Bäuchlein ab. Sie kennt den Geschmack, der einen oft tagelang verfolgt. Doch Lüths Opfer lohnt sich. Hildibrandur hilft ihnen weiter. Die gesuchte Bucht liegt direkt vor ihrer Nase, meint er. Nach hunderten von Kilometern kreuz und quer durch Island ist die Hoffnung groß, endlich an der richtigen Bucht gelandet zu sein. Hildibrandur kennt die alten isländischen Ortsnamen und Natascha fasst ihre Quellen zusammen. Die Ortsnamen sind hier wirklich sehr gut. Wir haben zwei schöne Hinweise hier. Also zum einen heißt diese Landzunge auf Isländisch Kaupstaðartangi, also Landzunge der Kaufleute. Und die Bucht dazu heißt auch noch auf Isländisch Kumbaravogur, das heißt auf Deutsch die Bucht der Handelsschiffe, also zwei Orte, die sich auf Handel beziehen. Jetzt fehlt nur noch der archäologische Beweis. Wieder setzen die Hanse-Forscher auf moderne Technik. Mit einem differenziellen GPS vermessen die beiden das Gelände oberhalb der Bucht. Zentimetergenau werden Positionen und Höhenlage sekundenschnell festgehalten. Besonders verdächtig
kleine Hügelchen. Doch nicht jede Erhebung ist eine überwucherte Grundmauer. Grabungen würden Monate dauern. Die Technik soll helfen, plausible Grundrisse zu finden. Und sie hilft. Ohne den Spaten anzusetzen, haben die Archäologen den Grundriss eines Handelshauses identifiziert. Skandinavisch oder deutsch? Das ist jetzt die Frage. So könnte die Niederlassung des Kaufmanns in Kumbrumvik ausgesehen haben. Und der Grundriss und die hölzerne Bauweise sind nicht skandinavisch, sondern typisch deutsch. Lüth und Mähler sind am Ziel. Woher wissen Sie, dass ausgerechnet hier eine Niederlassung der Hanse war? Zunächst haben wir die Hinweise aus den historischen Karten. Und wenn wir dann hier vor Ort sind und schauen uns die Topografie an mit einer wunderbar geschützten Bucht, in der große Handelsschiffe einlaufen konnten, haben wir sozusagen die Voraussetzung für solche Plätze gefunden. Dann gibt es direkt daneben auf dem trockenen Land, etwas höher gelegen, dann die Reste von einem ehemaligen Gebäude, dessen Grundriss wir auch dokumentieren können. Da wird dann auch klar, dass diese Grundrisse ganz anders aussehen als von Handelsplätzen aus der norwegischen Zeit. Also es sind ganz klar auch deutsche Hausgrundrisse hier erkennbar. Gebäude, die ausschließlich für Handelszwecke gebaut wurden. Die Kaufleute kamen einmal im Jahr für vielleicht einige Wochen und sind tagsüber rüber aufs Land und haben dann in den Häusern gehandelt, ausgetauscht. Die Isländer brachten die Waren, Stockfisch oder etwa Schwefel, und das wurde dann getauscht gegen Waren, die man mitgebracht hat. Ganz beliebt war auch das Bier. Das Bier der Hanseaten war hoch im Kurs in Island, also für die Schiffsbesatzung, das ist ein bisschen minderwertiges Bier, und das Kaufmannsbier ist dann das, was man verkauft. Der Beweis. Mit den Isländern handelte die deutsche Hanse direkt gegen das Verbot des Königs. Ihr berühmtes Bier tauschten sie gegen Stockfisch und Schwefel. Das füllte die Taschen der geschäftstüchtigen Pfeffersäcke. Mit Mut, Pioniergeist und einem untrüglichen Riecher für jeden guten Handel bauten die deutschen Kaufleute ein Imperium auf, das schon im Mittelalter weit über den Ostseeraum hinausreichte. Der Vorstoß der Hanse führte hinaus in die Welt des Nordens, öffnete neue Horizonte. Wir stehen hier an den Grenzen eines riesigen Imperiums von Novgorod bis Grönland. Ja, bis Neufundland eigentlich. Ja. Das Hinweise, dass die Hanse bis dorthin gehandelt hat. Ein riesiges Wirtschaftsimperium, das auf Vertrauen aufgebaut war und funktionierte. Im Grunde so eine Art Vorläufer der Europäischen Wirtschaftsunion oder der Europäischen Union. Die Hanse, die Europäische Union des Mittelalters. Ein faszinierender Gedanke. Er zeigt, wie modern, wie grenzüberschreitend vor 700 Jahren schon gedacht wurde. Trotzdem geriet das Handelsimperium im hohen Norden in Vergessenheit. Heute wissen wir, dass die Hanse bis nach Grönland und möglicherweise sogar Neufundland segelte. Ein Erfolgsmodell, das nicht auf Gewalt und Ausbeutung beruhte, sondern auf Vertrauen und Zuverlässigkeit. Auf Warentausch zum gegenseitigen Vorteil. Die Hanse, die Gemeinschaft reisender Kaufleute aus freien Städten. Wie weit sie vorstieß, konnte auch mit Hilfe der Darßer Kogge, eines vor über 600 Jahren versunkenen Schiffes, geklärt werden. Auf den Eigner wartete ein hoher Gewinn, als es sich der deutschen Ostseeküste näherte. Doch anscheinend machte ihm ein Unwetter einen dicken Strich durch die profitable Rechnung. Die Kogge lief bei Sturm auf einer Sandbank auf. Das leckgeschlagene Schiff versank um 1350 in kürzester Zeit mit der gesamten Ladung. Pech für den Kaufmann. Ein Glücksfall für die Archäologen. Schatztruhe Ostsee. Sie hat den hartnäckigen Archäologen ein vergessenes Kapitel der Geschichte bewahrt und nun auch preisgegeben. Die Ladung einer havarierten mittelalterlichen Kogge half, die Reichweite der deutschen Hanse, ihr Imperium, der Ursprung Europas, wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und noch eine gute Nachricht gilt es zu vermelden. Nataschas Sohn ist geboren. Er ist getauft auf den Namen Sölvi. Sonne und Stärke.
vergessen, verheimlicht, verdrängt. Geben eine Fahndung raus. Krieger, Kriminalpolizei. Können wir rufen. Zeit für die Wahrheit. Spreewald-Krimi und Taunus-Krimi. Sonntags ab 20.15 Uhr. ZDF Neo. Am Ende der Welt. Das am besten gehütete Geheimnis der spanischen Krone. Englische Freibeuter entdecken sie und unternehmen von dort Raubzüge gegen die spanischen Kolonien in Südamerika. Ein gigantischer Goldschatz soll hier verborgen sein. Der berühmteste Schiffbrüchige aller Zeiten kämpfte hier jahrelang um sein Überleben. Robinson Crusoe gab der Insel ihren Namen. Forscher wollen jetzt die letzten Geheimnisse der Insel enträtseln. Kilometer vor der Küste Chiles. Diese Vulkaninsel ist kaum besiedelt, aber die Heimat vieler Legenden und Mythen. Das Forscherteam, das sich jetzt auf den Weg macht, besteht aus Professor Andrew Lambert, britischer Marinehistoriker vom King's College in London. Hans-Rudolf Borg, Professor für Ökosystemforschung an der Universität Kiel. Seit Jahren kommt Borg hierher und registriert dabei die alarmierende Zerstörung von Böden und Vegetation. Erst vor kurzem wurde Robinson Crusoe Island zum Schauplatz eines Tsunami. Zusammen mit dem Biologen Dr. Andreas Mead will er jetzt die Schäden erfassen. Die Expedition hat aber noch ein zweites Ziel. Denn diese kleine, unscheinbare Pazifikinsel gilt als Ort von geradezu historischer Dimension. Auf dieser Insel soll eine der berühmtesten Romanfiguren aller Zeiten gelebt haben. Robinson Crusoe, der Seemann, der in der Wildnis zum Überlebenskünstler wurde. Aber hier soll auch ein legendärer und verschollener Schatz des spanischen Weltreichs verborgen sein. Was steckt hinter beiden Geschichten? Was hat der Schatz der Spanier mit Robinson Crusoe zu tun? Der Historiker braucht die beiden Geoarchäologen bei der Spurensuche. Robinson Crusoe Island liegt mitten auf einem aktiven Vulkangürtel. Schwerste Erdbeben ereignen sich hier. Fast immer lösen sie die gefürchteten Tsunamis aus. So auch in den frühen Morgenstunden des 27. Februar 2010, als auf ein Erdbeben der Stärke 8,8 eine 12 Meter hohe Flutwelle folgt. Die Bewohner von San Juan Bautista werden im Schlaf überrascht. 600 Menschen leben hier, im einzigen Ort der Insel. Der Hafen und alle Gebäude entlang der Küste werden zerstört. Die einsame Insel musste schon immer über den Seeweg versorgt werden. Auch jetzt bringt die chilenische Marine Hilfsgüter und übernimmt den Abtransport der Trümmer. Die von steilen Bergen umgebene Bucht von San Juan Bautista ist sonst ein natürlicher Schutz vor Stürmen. An jenem Morgen stauten sich hier die Wassermassen. Der am Rande des Dorfes gelegene Friedhof wurde komplett überspült.